Hey! Ja, gut so! Okay, ja! Fantastisch! Ja, gut so! Sehr schön! Kontrolliere ihn! Kontrolliere ihn! Lass ihn nicht rankommen! Halt ihn von dir weg! Bleib konzentriert! Alles gut, nur konzentriert bleiben! Auf deine Gitten nicht! Los! Alle, steh auf! Okay. Ein bisschen mehr Einfahrt hier! Vorsicht, Frau! Oh, Vorsicht! Wie läuft's bei ihr? Sex und Gewalt. Im Endeffekt geht's nur darum. Mist! Hey! Und wie lief's bei dir? Hab gewonnen. Wahnsinn. Amerikaner, nichts für ungut, Sir. Ihr kämpft unfair. Oh, wütend, was? Fick dich, du unbeschnittener kleiner Drecksack. Hier, mein Friedensangebot. Was ist das? Eine Party. Da feiern wir nach dem Wettkampf. Die Mädels hier sind verrückt nach amerikanischen Jungs wie euch. Lass gut sein. Mädels, sagst du? Aha. Ach. Der Zug nach Odessa fährt um Punkt 7 ab. Seid alle mit eurem Gepäck um 6.30 Uhr hier unten. Frühstück gibt's im Zug. Hm? Hey, Coach, Klappe halten. Du kannst reden, wenn du gewinnst. Ihr verschwindet jetzt alle schön auf euer Zimmer und um 8 Uhr macht ihr das Licht aus. Ist mein voller Ernst. Mike und Chris. Beth und Jen. Und hier Todd und Sheldon. Claire und Alex. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Leg ihn flach. Und? Du mit mir? Ja, nee. Im Leben nicht. Ich mach das nur Alex zuliebe. War bloß ein Kampf von vielen. Du weißt, du bist besser als sie. Du kannst sie mit links auf die Matte legen, wenn du willst. Wenn ich keinen Bock drauf hab. Todd, du bist echt total fit darin. Und wenn du willst, wirst du Profi. Aber ich... Ich will mal Ärztin werden. Einmal verloren. Das bedeutet gar nichts. Ich verlasse das Team. Ich weiß, was dir fehlt. Was du lernen musst. Den Todd Patterson. Den unschlagbaren Doppelbein-Doppelhakenwurf. Den was? Los, Beine breit. Arm um den Hals. In die Hocke. Zieh mich. Zieh mich hoch. Was? Oh. Oh. Siehst du? So funktioniert's. Ja. Okay, du kannst jetzt loslassen. Okay. Na gut. Ich komm jetzt hoch. Ich sagte, die Beine breit. Oh Gott, du bist so wunderschön. Blauauge, wirst du immer so erregt, wenn du jemanden auf der Matte hast? Darauf kannst du wetten. Sind wir schon unten? Okay, dann los. Schnell raus hier. Kinderspiel. Ja. Geil. Wo wollt ihr denn hin? Hm? Was sagt denn die Uhr? Schon 10 nach 11? Zapfenstreich ist längst vorbei. Wir wollen nur ein bisschen frische Luft schnappen, das ist alles. Rauchst du etwa Gras? Wir sagen nichts, wenn du auch nichts sagst. Also, wo wollt ihr hin? Schnapp ein bisschen frische Party. Luft. Party? Ja, ist eine frische Luftparty. Okay.
Dann los! Okay, noch ein Stück geradeaus. Nächste Querstraße. Leute, wo ist der Laden? Hier steht Tanja, Boris und Neza Wiesemost. Cool, danke. Oh mein Gott! Alter, mach dich auf was gefasst, dann wirst du mir die schweißigen Füße küssen. Mann, was hast du wieder vor, hä? Nein, ich kann das nicht. Mann! Ah, hey, lass uns gehen, es ist spät. Hattest du Spaß da oben? Claire, komm mit! Claire! Amerikaner, wo wollt ihr hin? Jetzt, wo es erst so richtig abgeht. Claire, kommst du? Nein, sie bleibt. Ich pass auf sie auf. Scheiße, spreche ich mit dir, Mann? Hä? Claire, komm. Ich sag, sie bleibt. Was ist dein Problem? Claire, nimm deine Wichsgriffel weg. Kein Stress, lass uns verschwinden. Du willst Prügel, hä? Noch nicht genug Mathe gefrühstückt, oder was? Todd, lass den Quatsch, ja? Amerikaner! Warum bist du sauer auf mich? Ich hatte keine Wahl. Oh doch, genau das hattest du, eine Wahl. Du hast dich für die Fäuste entschieden, du hättest es vermeiden können. Halt, wartet mal. Ich glaube, wir sind ganz in der Nähe. Wie spät ist es denn? Ihr seid hoffnungslos. Ein Haufen Versager. Wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr seid keine Sportler. Ihr habt keine Ahnung, was Teamgeist ist. Ihr denkt alle immer nur an euch selbst. Ich hoffe nur, dass die Nacht euch was gebracht hat. Dafür das ganze Ringerturnier aufs Spiel zu setzen, von eurer Zukunft mal ganz zu schweigen. Coach, es tut mir total leid. Und du, Willy. Odessa, wir müssen ganz schnell nach Odessa. In die Ukraine. Odessa! Sie schnallt's nicht. Kann mich denn keiner in diesem Land hier verstehen? Haben Sie einen Vorgesetzten, mit dem ich mich verständigen kann? Chef! Jetzt! Odessa! Verzeihen Sie? Ich konnte nicht umhin, mit anzuhören, was Ihr Dilemma ist. Ich habe vielleicht eine Lösung für Sie. Ach, wirklich? Der Zug, den ich nehme, hält in Odessa. Oh, schön, schön. Wären Sie dann bitte so nett und würden dieser Dame erklären, was für Fahrkarten wir brauchen? Sie können im Zug bezahlen. Auf den Nebenstrecken ist das hier so üblich, wissen Sie.
Kommt schon, bewegt euch. Einen haben wir schon verpasst. Na los! Entschuldigen Sie, sind Sie der Captain auf dem Schiff? Zugchef Vassili Alexejewitsch zu Diensten. Ja, schön. Wir wollen mit Ihnen nach Odessa fahren. Meine 5 Begleiter und ich. Willkommen im Fernzug, Stradanje. Die Zwillinge begleiten Sie in Ihre Abteile. Okay, ja. Schön. Hier, ihr zwei. Echt hart. Oh. Bitte die Pässe. Was? Bitte geben Sie mir die Pässe. Warum? Viele... Kakudice... Djalavor. Djalavor? Hm? Klauer, Stehler... Stehler. Stehler. Viele Stehler. Diebe? Da. Ja. Diebe. Wir heben die Pässe für Sie auf. Aufheben. Echt widerlich. Ekeltypen. Gar nicht dabei haben, weil du nämlich keinen blassen Schimmer vom Ringen hast. Ich hab gedacht, nicht so schlimm. Hab dir eine Chance gegeben und dann tust du mir sowas an. Tja, wart mal ab, bis Dekan Edwards davon erfährt, mein Freund. Und selbst wenn wir es bis zum Wettkampf schaffen, die sind ja alle noch blau. Nun, ein Spieltisch, ein Speisewagen, ein Salon. Die haben hier alles umgestaltet und General überholt. Oh Gott, wenn es nur aufhören würde, so zu schaukeln. Ich werde noch seekrank. Soll ich das Fenster aufmachen und die frische Meeresluft reinlassen, damit dein Mal dem Meer verfliegt? Halt die Klappe. Wenn die blöde Party mir die Profikarriere versaut hat, Mann. Hey, hast du verstanden? Jedes Wort. Ja, ja. Gott. Hallo?
Ist da jemand? Hallo? Verzeihen Sie bitte. Ich habe Sie nicht erschrecken wollen. Mein Gesicht hat solch eine Wirkung auf Menschen. Ich dachte, ich bin allein. Sie erlauben? Bitte. Ich hatte noch keine Gelegenheit, Ihnen für die Hilfe am Bahnhof zu danken. Werden Sie noch pünktlich nach Odessa kommen? Auch wenn es nicht klappt, unsere Teamkollegen werden dort auf uns warten, von daher... Ah. Ja. Wohin fahren Sie oder wo kommen Sie her? Ich fahre heim. Mhm. Ich fliege nicht gern. Halten Sie mich für altmodisch, aber ich liebe Zugfahrten. Der einzige Nachteil ist... die Einsamkeit, wenn Sie allein fahren. Da, Gwen. Hm? Glück, was? Mit Glück hat das nichts zu tun. Engländer? Woher kommen Sie? Bisschen weniger Rauchen wäre angebracht, was? Kümmert Sie einen Scheißdreck, mein Freund. Sind Sie dabei? Ist denn das legal? Mal ja, mal nein. Hab ich ja richtig Glück. Oh. Oh, halt, halt, halt. Hier ist das Abteil. Doch wohl kein Geld dafür haben, oder? Ich meine, wenn Sie die Verhaltens- und Anstandsregeln des College kennen würden, Sie glauben es nicht. Nicht doch. Gut. Entspannen Sie sich. Wissen Sie, was ich so komisch finde? Nein. Ich kenne nicht mal Ihren Namen, Miss. Aha. Doktor. Dr. Wladyslawa. Wozu ich hier wohl einen Doktor brauche? Wahrheit oder Pflicht, Claire? Leck mich am Arsch, Blödmann. Nein. Hättest du nicht sagen sollen. Na schön. Na los. Hast es so gewollt. Ja, ja, ja. Ich bin dran. Also,
musst mich erst fragen. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Zieh das Hemd aus. Oh Gott. Oh mein Gott. Ne. 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 Hat das wehgetan? Ein bisschen. Für einen Moment. Freak. Ist irgendwie heiß. Schmerz kann geil sein. Ja. Dieselben Nervenbahnen. Okay. Mit wem hast du gestern auf der Party rumgevögelt? Mit niemandem. Ach, komm schon, Mann. Du warst ungefähr eine Stunde verschwunden. Hey, kneifen gilt nicht, ja? Red schon. Mit niemandem. Ja, ja. Ich bin dran. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Lauf bis zum Ende des Zuges. Okay. Nackt. Oh, dann mal los. Das hättest du gerne. Kein Problem, ich habe ja nichts zu verbergen. Pass nur auf, dass der Coach dich nicht erwischt. Zieh das echt durch. Okay. Weiter, weiter. Also, ich glaube, das reicht. Den Rest kannst du anbehalten, okay? Wirklich, ja? Ja. Okay. Das wow. Puh, Mann, das ist schweinekalt. Bin gleich wieder da. Ich fasse es nicht. Ja, unglaublich was. Das muss ich ja. Nein. Oh mein Gott. Hi. Verzeihung. Entschuldigung. Verzeihung. Leute, das ist nicht lustig. Leute? Hört auf, ich will keinen Ärger haben.
Ist da jemand? Was wollen Sie von mir? Das lassen Sie schön sein. Bleiben Sie mir vom Leib. Stehen bleiben! Ich warne Sie! Er kommt nicht zurück. Der will uns nur verarschen. Er kann sich nicht ewig verstecken. Dem fällt ja schon der Schwanz raus. Ich hau mich jetzt hin. Ja, ich mich auch. Hey, suchst du mich? Nein. Todd ist mein bester Freund, aber wenn du schweigen kannst? Gute Nacht. Sie dürfen hier nicht rein. In diesen Wagen sind Sie nicht sicher. Tut mir leid, ich suche nur meinen Freund, Sir. Hier ist aber niemand, wie Sie sehen können. Da ist der Maschinenraum, er ist abgeschlossen. Da kommt keiner rein, nicht einmal ich. Erlauben Sie, dass ich danach frage. Hat er getrunken? Ja. Natürlich. Das kommt hier öfter vor, glauben Sie mir. Ja. Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrem Abteil zurück. Wenn er bis morgen früh nicht wieder aufgetaucht ist, helfe ich Ihnen persönlich bei der Suche. Okay.
Todd. Todd. Hey. Willy, was machst du denn hier? Er hat abgeschlossen, der verfluchte Coach. Ich konnte nicht rein. Hast du Todd gesehen? Coach! Coach! Lass mich mal, vielleicht kriege ich's auf. Bestimmt hat jemand einen Schlüssel dafür. Souverän. Heißt noch gar nichts. Er trainiert vielleicht gerade mit seinem Goldjungen. Ja. Mit seinen Koffern und der Zahnbürste. Darf ich mal durch? Todd! Hey, komm schon, Todd! Hey, 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 was soll das werden, ha? Loslassen! Ich suche meinen Freund! Fassen Sie mich nicht an! Hören Sie nicht! Nein, Sie hören zu. Wir sind hier nicht in Amerika. Sie erschrecken mir die Fahrgäste. Unterlassen Sie das auf der Stelle, sonst werde ich Sie in ein Abteil einsperren. Sie wollten mir helfen. Das werde ich auch. Gehen Sie mit ihr ins Abteil und bleiben Sie dort. Ich lasse den Zug von meinen Kollegen durchsuchen. Mehr kann ich nicht tun. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Hey, der Zugchef hat gesagt, nicht weggehen. Was für ein böser Junge. Siehst du, so schnell kann's gehen. Punkt für mich. So schnell kann's gehen? So schnell? Ja. Das ist doch lächerlich. Ich will wissen, wo Todd ist. Der Typ hat gesagt, du sollst ruhig bleiben, also warte auf. Claire, jetzt hör mal auf, ja? Er müsste längst zurück sein. Worauf soll ich noch warten? Aber wenn seine Kollegen doch gerade nach ihm suchen... Ja, und wenn nicht? Was ist, wenn der Zugchef dich sieht? Wird er nicht. Na gut, warte. Ich komm mit. Von mir aus.
Teufel ist das? Da drin ist er nicht. Der Zugchef sagt, er geht's zum Maschinenraum. Da ist zu. Ist das Blut? Wir müssen da rein. Haben Sie gefunden, wonach auch immer Sie gesucht haben? Entschuldigen Sie, ich konnte nicht länger warten und habe Sie gesucht. Ach ja? Ja, ich wollte... Keine Angst, ich tue Ihnen nicht weh. Ich würde gern zurückgehen. Ja, gut. Haben Sie nicht etwas vergessen? Nein! Nein! Wir holen dich hier raus. Oh, oh. Nein! Nicht! Lasst mich, ihr miesen Schweine! Nein! Nicht! Ist ja gut. Ich bin's. Willy, komm, ich hol dich hier raus. Komm, halt dich an mir fest, okay? Willy, dein Arm. Willy! Alex! Alex! Wir müssen von hier verschwinden. Schnell, weg hier. Nein, ich lasse ihn hier nicht zurück.
это еще и через вагоны не хочу, чтобы люди видели все это. О, Gott! Hilf mir doch! Steh nicht da rum! Hilf mir! Schnell raus hier. Ach du Scheiße. Leo! Mein Gott, Leo! Ja. Zu sehen. Täusch dich nicht. Die sind da. Oh, Scheiße.
Stanette. Kommen Sie raus und zeigen Sie sich. Da steht ihr wie angewurzelt da. Was ist los mit euch, verdammt nochmal? Wieso tut ihr sowas? Was wollt ihr von uns? Verflucht. Мне нужен другой парень. Кровь должна быть ноль отрицательная. Сделать этого одна. Мне нужна твоя помощь. Thank you.
американскую парень. Ты чего не увидел? Промене? А ты увидел американскую. Хватает. Я думаю, у меня есть то, что тебе нужно. Девушку найти до того, как доедем до Гилгарда.
Speed. Bringen Sie mir noch mehr Schmerzmittel? Ich habe dem Arzt schon mehrfach gesagt, ich habe große Schmerzen. Ich glaube, die Leber ist angeschwollen oder mein Körper stößt sie ab oder was weiß ich. Meine Familie hat so viel Geld bezahlt, da habe ich wohl Anspruch auf ein paar Schmerztabletten. Verstehen Sie mich wenigstens. Ich hätte gern die Polizei. Polizei? Sie verstehen? Polizia? Willy! Sch. Ich bin's, Alex. Ja. Ich hol dich raus hier. Sch. Oh Gott. Okay, komm hoch mit dir. Vorsichtig. Komm, langsam. Okay, gehen wir. Okay. Duck dich. Okay. Okay, okay. Wir gehen jetzt. Thank you.
Geht's noch? Warte, ich helf dir. Ich muss noch mal eine kleine Pause machen. Alles klar. Alles klar. Okay. Ich halte dich. Schon gut. Schaffst du's? Ist es besser so? Ja. Okay. Warte hier, okay? Ich bin gleich zurück. Nein. Bitte, bitte, du darfst mich nicht allein lassen. Nein, ich hau nicht ab. Keine Angst, das mache ich schon nicht. Ich will nur checken, ob wir auch in die richtige Richtung gehen. Ich komme gleich wieder. Ich will nicht verrecken. Wir werden nicht verrecken. Wir fahren nach Hause. Ja, wirklich. Ja. Здоровья. Здоровья.
Warszawa? Wir drehen Golis, da bin ich Touristin. Warszawa. А с девушкой что? Она вон там. Ей не прожить дольше часа. Tun Sie das nicht. Kommen Sie mir nicht zu nah. Wir helfen den Menschen. Den kranken Menschen. Den Menschen, die ohne uns sterben würden. Was war mit meinen Freunden? Wenn Sie das tun, sind Sie genauso wie wir.
Beine hat. Oh. Oh. Siehst du? So funktioniert's. Хватает. Я думаю, у меня есть то, что тебе нужно. Er kommt nicht zurück. Der will uns nur verarschen. Er kann sich nicht ewig verstecken. Dem fällt ja schon der Schwanz raus. Ich hau mich jetzt hin. Ja, ich mich auch. Hey, suchst du mich? Nein. Todd ist mein bester Freund, aber wenn du schweigen kannst? Gute Nacht.
Todd? Bist du hier irgendwo? Sie dürfen hier nicht rein. In diesen Wagen sind Sie nicht sicher. Tut mir leid, ich suche nur meinen Freund, Sir. Hier ist aber niemand, wie Sie sehen können. Da ist der Maschinenraum, er ist abgeschlossen. Da kommt keiner rein, nicht einmal ich. Erlauben Sie, dass ich danach frage. Hat er getrunken? Ja. Natürlich. Das kommt hier öfter vor, glauben Sie mir. Ja. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu Ihrem Abteil zurück. Wenn er bis morgen früh nicht wieder aufgetaucht ist, helfe ich Ihnen persönlich bei der Suche. Willi! Ich bin es, Alex. Ja, ich hol dich raus hier. Oh Gott. Okay, komm hoch mit dir. Vorsichtig, vorsichtig. Sachte. Komm, langsam. Okay, gehen wir. Девушку найти до того, как доедем до Гилгарда.
Niemand zu sehen. Täusch dich nicht. Die sind da. Oh, Scheiße. Gar nicht dabei haben, weil du nämlich keinen blassen Schimmer vom Ringen hast. Ich hab gedacht, nicht so schlimm. Hab dir eine Chance gegeben und dann tust du mir sowas an. Tja, wart mal ab, bis Dekan Edwards davon erfährt, mein Freund. Und selbst wenn wir es bis zum Wettkampf schaffen, die sind ja alle noch blau. Nun, ein Spieltisch, ein Speisewagen, ein Salon. Die haben hier alles umgestaltet und General überholt. Oh Gott, wenn es nur aufhören würde, so zu schaukeln. Ich werde noch seekrank. Soll ich das Fenster aufmachen und die frische Meeresluft reinlassen, damit dein Mal dem Meer verfliegt? Halt die Klappe. Wenn die blöde Party mir die Profikarriere versaut hat, Mann. Hey,
Hast du verstanden? Jedes Wort. Ja, ja. Ist da jemand? Hallo? Verzeihung, Entschuldigung. Leute, das ist nicht lustig. Leute? Hört auf, ich will keinen Ärger haben. Ist da jemand?
Was wollen Sie von mir? Das lassen Sie schön sein. Ich habe große Schmerzen. Ich glaube, die Leber ist angeschwollen oder mein Körper stößt sie ab oder was weiß ich. Meine Familie hat so viel Geld bezahlt, da habe ich wohl Anspruch auf ein paar Schmerztabletten. Verstehen Sie mich wenigstens. Hallo, ich hätte gern die Polizei. Polizei? Sie verstehen, Polizia? Willy! Ich bin es, Alex. Ja, ich hol dich raus hier. Ты увидел американскую? Thank you.
Нет. Не хватает. Я думаю, у меня есть то, что тебе нужно. Das lassen Sie schön sein. Bleiben Sie mir vom Leib. Stehen bleiben. Ich warne Sie. Zurück. Der will uns nur verarschen. Er kann sich nicht ewig verstecken. Dem fällt ja schon der Schwanz raus. Ich hau mich jetzt hin. Ja, ich mich auch. Hey, suchst du mich? Nein. Todd ist mein bester Freund, aber wenn du schweigen kannst? Gute Nacht. Bist du hier irgendwo? Sie dürfen hier nicht rein. In diesen Wagen sind Sie nicht sicher. Tut mir leid, ich suche nur meinen Freund, Sir. Hier ist aber niemand, wie Sie sehen können. Da ist der Maschinenraum, er ist abgeschlossen. Da kommt keiner rein, nicht einmal ich. Erlauben Sie, dass ich danach frage... Verstehen! Haben Sie einen Vorgesetzten, mit dem ich mich verständigen kann? Chef! Nicht. Odessa! Verzeihen Sie? Ich konnte nicht umhin, mit anzuhören, was Ihr Dilemma ist. Ich habe vielleicht eine Lösung für Sie. Ach, wirklich? Der Zug, den ich nehme, hält in Odessa. Oh, schön, schön. Wären Sie dann bitte so nett und würden dieser Dame erklären, was für Fahrkarten wir brauchen? Sie können im Zug bezahlen. Auf den Nebenstrecken ist das hier so üblich, wissen Sie? Kommt schon, bewegt euch. Einen haben wir schon verpasst. Na los! Entschuldigen Sie, sind Sie der Captain auf dem Schiff?
Zugchef Wassili Alexejewitsch zu Diensten. Ja, schön. Wir wollen mit Ihnen nach Odessa fahren. Meine 5 Begleiter und ich. Willkommen im Fernzug, Strelanje. Die Zwillinge begleiten Sie in Ihre Abteile. Okay, ja. Schön. Hier, ihr zwei. Echt hart. Oh. Bitte die Pässe. Was? Bitte geben Sie mir die Pässe. Warum? Viele... Kakudice... Djalavor. Djalavor? Hm? Klauer, Stehler... Stehler. Stehler. Viele Stehler. Diebe? Da. Ja. Diebe. Wir heben die Pässe für Sie auf. Aufheben. Echt widerlich. Ekeltypen. Sie dürfen hier nicht rein. In diesen Wagen sind Sie nicht sicher. Tut mir leid, ich suche nur meinen Freund, Sir. Hier ist aber niemand, wie Sie sehen können. Da ist der Maschinenraum, er ist abgeschlossen. Da kommt keiner rein, nicht einmal ich. Erlauben Sie, dass ich danach frage. Hat er getrunken? Ja. Natürlich. Das kommt hier öfter vor, glauben Sie mir. Ja. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu Ihrem Abteil zurück. Wenn er bis morgen früh nicht wieder aufgetaucht ist, helfe ich Ihnen persönlich bei der Suche. Okay.
Перестань! Мне нужен другой парень. Кровь должна быть ноль отрицательная. Сделать этого одна. Мне нужна твоя помощь. Wir holen dich hier raus. Oh, oh. Nein! Nicht! Lasst mich hier, miesen Schweine! Nein! Nicht! Ist ja gut. Ich bin's. Willy, komm, ich hol dich hier raus. Komm, halt dich an mir fest, okay? Willy, dein Name, Willy. Alex! Alex! Wir müssen von hier verschwinden. Schnell, weg hier. Nein, ich lasse ihn hier nicht zurück. Нет, ищи ее через вагон. Я не хочу, чтобы люди видели все это. Oh Gott, hilf mir doch! Steh nicht da rum, hilf mir! Todd! Was ist?
Sag doch was! Nein, nein, nein. Mach ein Ende. Ich kann nicht, ich kann nicht. Nein! Oh, mein... Los, schnell raus hier. Ach du Scheiße. Leo! Okay. Warte hier, okay? Ich bin gleich zurück. Nein, bitte, bitte, du darfst mich nicht allein lassen. Ich hau nicht ab. Keine Angst, das mache ich schon nicht. Ich will nur checken, ob wir auch in die richtige Richtung gehen. Ich komme gleich wieder. Ich will dich nicht verrecken. Wir werden nicht verrecken. Wir fahren nach Hause. Ja, wirklich. Ja. Thank you.
Ist da jemand? Tod! Tod! Tod, wir holen dich hier raus! Oh, oh! Nein! Nicht! Lasst mich hier, miesen Schweine! Nein! Nicht! Ist ja gut. Ich bin's. Willy, komm, ich hol dich hier raus. Komm, halt dich an mir fest, okay? Willy, dein Name, Willy! Alex! Alex! Wir müssen von hier verschwinden. Schnell, weg hier. Nein, ich lass ihn hier nicht zurück. Нет, еще ее через вагоны не хочу, чтобы люди видели все это. О, Господи! Hilf mir doch! Steh nicht da rum! Hilf mir! Hier steht Tanja, Boris und Neza Wiesemost. Cool, danke. Oh mein Gott! Alter, mach dich auf was gefasst, dann wirst du mir die schweißigen Füße küssen. Mann, was hast du wieder vor, hä? Nein, nein, ich kann das nicht. Mann! Ah, hey, lass uns gehen, es ist spät. Hattest du Spaß da oben? Claire, komm mit! Claire! Amerikaner, wo wollt ihr hin? Jetzt, wo es erst so richtig abgeht. Claire, kommst du? Nein, sie bleibt. Ich pass auf sie auf. Scheiße, spreche ich mit dir, Mann? Hä? Claire, komm. Ich sag, sie bleibt. Was ist dein Problem? Claire, nimm deine Wichsgriffel weg. Kein Stress, lass uns verschwinden. Du willst Prügel, hä? Noch nicht genug Mathe gefrühstückt, oder was? Todd, lass den Quatsch, ja? Amerikaner,